That's part of the cook and good for the rest of our lives. Hallo Leute hier. Kleine Bastelfolge hier. Ich bin unterwegs hier. Hallo Uschi. Ja, hier mit meinem Bomber her. Halt's mal rein hier in meinen Laden hier. Ja, ganz genau. So, jetzt sind wir schon angekommen, Freunde. Zeig mal, was innen drin steckt hier. Vorhang auf! Komm raus! Was ist das? Warum liegt hier ein Fass? Kommt mit! Hallo Leute, ja genau, hier sind wieder ein paar nette Leckereien zum Auspacken. Und alles, was ihr dazu braucht, ist erstmal das hier. Einen guten Schluck. So muss das schmecken. Und jetzt packe ich hier dieses Gefährt aus. Ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Da ist es, Freunde. Leider noch nicht zu kaufen, aber demnächst, Freunde. Ja, ganz genau, der Shopping-Kanal ist wieder da. Hier, QV Johnny, würde ich mal sagen, ganz genau, ne? Hier, mit Produkten, die es euch zu kaufen gibt. So, jetzt habe ich hier diese Sachen hier zugeschickt gekriegt. Und wollen wir mal sehen, was da drin steckt. Ja. Dann nehmen wir das doch zum Erst hier. Lunsen wir das mal auf hier. Messer rein hier. Und zack, den anderen auch hier gleich mit. Und nun. Bam. Bam, ja. Einmal angesägt und jetzt. Komm zu Daddy, was soll das sein? Ein Pflegehinweis. Für Edelstahl. Aha. Hört, hört hier. Ach, das hier ist das Mannschaftsbild dabei. Mit hier meinem Lieblingskumpel. Das ist nämlich der Opa, habe ich gehört. Der Macher der Grillroste.com. Ja, die Jungs haben mir was geschickt. Und das boxe ich einfach mal aus hier. Okay. Was scheint das hier zu sein hier? Ein rundes Gefährt. Ja, stellen wir mal zur Seite hier. Pizzastein hier. Zack, hier schneiden wir das mal an hier. Und dann lunsen wir es mal auf und wemsen mit dem Messer schön vorher. Hier kommt zu. Daddy, yeah! Mal sehen, was drin versteckt ist hier. So, es geht hier langsam auf. Das sieht ja sehr interessant aus hier. So, und jetzt kommen wir hier zur Hauptattraktion hier. Mit Einsatz steht hier drauf. Das sehen wir hier mal ganz sachte an hier. Da lunsen wir hier vorbei. Oh, da ist ja schon so ein Haken. Okay, Freunde, ich reiß auf hier. Ab geht's. Wie ist das denn hier? Eine Feuerplatte. Und schon wieder so ein Gruppenfoto hier. Das soll wahrscheinlich in der Mitte rein hier, so als da fällt nichts rein oder rollt nichts rein hier mit so zwei Griffen zum besser tragen hier. Ja, gar nicht so schlecht. Na hier. Oh. 80 cm würde ich sagen hier. Kann man alleine tragen. Kuckuck, Onkel Johnny, ja? Training würde ich sagen hier. Wasser. Und wieder hingelegt. Und jetzt weiß ich auch, wofür das Teil ist hier. Jetzt kann er nämlich hier rein, glaube ich. Oder? So.
Das hier kann man auch noch drauflegen, wenn man will. Also was hören Sie irgendwie? Also mal gucken wie. Aber irgendwo. So. Mal ein bisschen höher hier, ne? So. Bin gespannt, wie das Ding sich macht. Aber so eine Feuerplatte ist immer ganz gut. Oh, sitzt doch ganz gut hier. Ja, wenn man es abdammt, Vokomat 5000. So, jetzt machen wir hier gleich hier drüben. Guck mal mit. Das Fässchen machen wir startklar. Weiter geht's. Ja. So, Freunde, das Fässchen muss natürlich erstmal geflext werden hier. Ja, immer schön rein hier, den Dosenöffner nehmen hier. Und zack, rausgesägt. So, jetzt hier. Da ist noch ein bisschen Dreck drin oder Wasser hier. Das schütten wir erstmal aus hier. So. Ja, da wird Feuer drin gelunzt. So, stellen wir mal eine Palette hier. Ja, so, hier Präsentierpalette. Und dann hier ordentlich Holz, Pappe rein. Alles, was man so findet hier. Alte Palettenteile hier. So, ein bisschen Pflanzenöl rein. Geballern hier. Da ist noch Pflanzenfett, Freunde. Und dann ein Johnny-Anzünder hier. Und hier Prise, würde ich mal sagen. Ja, ganz genau hier. Darf man nicht sparen. Und dann lassen wir es hier einfach brennen hier. So, ich habe das hier mit dem Stapler hingeheizt. In die Wallerei. Ja, ja, schon ausbrennen hier. Prost, Freunde. Da kann man schön zugucken, ne? Bierchen dabei ist immer gut, ne? So, hier, ihr seht schon, von innen sieht es schon ganz gut aus. Außen pellt ein bisschen was ab, ne? Da schmeißen wir immer noch was hinterher hier. So, die Palette muss brennen. Ganz genau. Ui, das ist ja mal eine Feuertonne, würde ich sagen. Da brennt sogar drin. Prost nochmal hier. Ja, ja, so macht Staplerfahren Spaß. So, Freunde, ja, das Fass ist ausgebrannt. Ja, ja, und hier unten, hier, das seht ihr, hier habe ich schon ein bisschen abgeschliffen, Freunde. Ja, ja, sehr gut. Und jetzt wird's angesprüht. Ja, ganz genau. So, dafür setzt man sich erstmal auf den Stapler hier wieder drauf. So, ein bisschen hochfahren. Spray-O-Mat 5000. Ja, das ist so ein Ofenlack, Freunde. Schön schütteln vorher. Und dann wämst man da einmal ringsherum drum. Innen drin braucht er nicht sprühen, weil, naja, da ist eh das Feuer und der Ruß macht's eh schwarz. Aber außen soll es ja hübsch aussehen, ne, für die Erz, ne. Sonst schimpfen die wieder zu Hause, ne. Was hast du da für ein dreckiges Fass in den Garten gestellt, ne. Ja, natürlich muss von unten ein bisschen Luft rankommen, Freunde. Das organisieren wir hier. So ein Stufenbohrer hier, ne. Da kann man quasi die Stufen hier, da ist noch so Zahlen dran. Wenn so ein kleines Loch will, dann hört man halt einfach schneller auf. Wenn man schön tief in der Olten reinbohrt, dann wird es halt breiter, ne? Ja, ganz klar. Oh ja, immer schön tief rein hier. Da muss man ein bisschen pressen, bis er durchkommt hier. Und? Ja! Ja! Und rein! So! So, Freunde. Wie zu Hause, ne? So, mit Gefühl und Nachdruck schön reinlunsen den Apparat. Und der Bohrer muss natürlich immer auf Maximum stehen. Ja, ihr seht, wie er sich Stück für Stück da reinbohrt. Ein schönes Spektakel der Spitzenklasse. Vier Löcher reingeballert und jetzt kommen die Griffe. Hier, aus einem alten Tisch, den wir eben verholzt haben. Ne? Ein Unikat, würde ich sagen, Mann. Ein schöner Fuß vom Tisch. Ich nenne das hier einfach mal Holzprängel. Ja, schöne Form, hier kann er dran. Bohren wir rein, aber nicht zu tief, Freunde. Hier ist nur ein kleines Loch erforderlich. So, das reicht hier mir schon. Und Schräubchen durch, ich habe diesen Holzbringer ein bisschen vorgebohrt. Und jetzt kann ich das einfach so per Hand hier schon mal ein bisschen dann rumschrauben, die Mini-Knarre hinten dran gelunzt. Ja, und dann wemsen wir da einfach mal rein. Ja, da muss ein bisschen gesägt werden hier. Nicht gesägt hier. Geknarret. So, dritte Hand hier, vierte Hand. Er hält den Prängel gut fest, würde ich sagen. Ne? Dann kann man mit den anderen Beinen von der anderen Seite dagegen knüppeln. Ja, das volle Programm. Da steht er wie eine Eins. Ja, wackeln tut er auch. So, und jetzt die andere Richtung hier, auch nochmal dran geprängelt. Ja, hier, hält, ne? Kleiner Test hier nochmal. Ja, so, hier, da ist es.
links und rechts und jetzt kann man das Ding gut tragen hier. Zwei Prängel und alle gesund, ne? Ja, so, kann man mal, da ist was zu fassen. So, nun Freunde, ja klar, muss nur wissen hier, wo es wegkommt hier. So eine aufgeplottete Fassung hier genommen hier. Ne? Grillshow-Aufkleber hier. So, dann kann man das so da draufkleben. Das ist fürs Sprayen, ne? Da muss man plotten, Freunde. Plottomat 5000. So, haben wir hier gekriegt hier, oder machen lassen. Ja, müssen wir hier so aufkleben, wie man es gerne hätte. So, hier, so schön einreiben hier, das Fass. Oh. So, jetzt ziehen wir mal die Folie ab, die Lümmeltüte hier. Ja, gleich ist das Fass in voller Pracht. So, hier dort ein bisschen jetzt hier, kann man sprayen hier. Schütteln hier. Zack, ich habe hier so eine Ofenlackfarbe Silber hier ergattert hier. So, ich habe da noch so ein Holzding zum Pappe halten. So, das ganze Zeug hier zwei, dreimal davor ballern, ne? Ganz genau hier. So, damit auch was zu sehen ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, was da unten zu sehen ist. Ja, ganz genau. Abziehen, Freunde. Ja, ich habe einfach mal grob oben auch drüber gemalt. Hier, dann hat man wenigstens einen schönen Kasten hier. So, ja, der Wind hat ein bisschen ein paar Kleckse links und rechts gemacht. Da dachte ich mir, egal. Einmal drumherum und jetzt, wow, es scheint zu funktionieren hier, Freunde. Ein paar Mini-Aufkleber sind zum Beispiel in die oben stecken geblieben. Aber das kann man nachjustieren. Ja, da habe ich ein bisschen zu viel abgerissen. Aber egal. Ob da die Schrift ist zu sehen hier. Ich bin gespannt, ob es unten auch klappt hier. Hier ist noch ein bisschen... Ja. Geh ab, Junge, du Luder. So, oh, jetzt hier von der Rückseite hier. Was? Ja, das geht auch noch ab, Freunde, hier. Super. Und jetzt hier, wieder klein vorsichtig, weil wir den Rest nicht kaputt machen. Freunde, fertig ist der Lümmel. Gemarkt, würde ich sagen. Bah! Oh, sieht das nicht schön aus? Ja. So, kann man auch zu zweit gut prängeln hier, das Ding. Ja, das tragen wir es mal weiter hier. So, hier haben wir hier so ein Ding hier. So eine schöne Wäschetrommel. Da hat schon einer irgendwie so einen Fuß drunter gebaut. Der muss aber nicht dran sein hier. Das ist hier optional. Ist egal. So, die soll dann hier so rein. Hier, so, zack. Aber die geht ja noch zu tief. Die müssen ein bisschen höher sein. Ungefähr auf diese Höhe hier hätte ich so gerne. Ganz genau, da habe ich ein paar alte Stangen geholt. Hier, ein paar Dinger hier, aber keine verzinkten natürlich. Abgesägt passend, aber so, muss man mal ausprobieren, ne? Je nachdem, wie tief das ist, und dann über Kreuz. Und dann hier so, zack. Jetzt hält das hier ziemlich stabil hier unten drin und ihr braucht nicht mal irgendwas bohren. Und jetzt kann man es einfach nur reinstellen. Was eine Überraschung. Und man kann es justieren. Und es hält. Und jetzt kommen die Abstandshalter. Die sehen so aus, mit ein paar Löchern hier dran. Die kommen dann irgendwie so drauf. Hier, da haben wir noch zwei. Wer möchte, kann die ja auch noch zusammenschrauben. Sind so Löcher da. Mach ich jetzt nicht. Es klappt auch so. Das hält super bombig. Wenn man jetzt die Platte drauf tut. Oh, da kommt sie auch schon. So. Aber das ist ein Regen. Das sind Regentropfen da vorne. So, hier. Ja. Hier, Feuerzeichen. Ja, zünde ich einfach mal eine Handvoll Anzünder da rein. So, ein bisschen brutzeln da. Ein bisschen Holz drin. Mal sehen, wie das Ding jetzt zündet. Mit einem Papierkrepptuch kann man das jetzt erstmal schön abreiben hier. Da ist ein bisschen Dreck drauf vielleicht. Und der Regen kommt mir gerade recht. Natürliches Wasser. Ne? Und dann sieht das hier jetzt so aus. Und wenn das schön eingeheizt ist, kann das Öl kommen. Einfach normales Sonnenblumenöl. Dann lassen wir da erstmal drauf verkokeln hier. Schön einreiben, das gute Girl hier. Ja, und je näher man ans Loch kommt, umso heißer wird's. Also Obacht ist geboten. Das gibt eine schöne Panade. Patina. Panade hätte ich ja mit Ei eingerieben, ne? Ja, Freunde. So schnell geht's. Ja. Oh, das Feuer, wie es brutzelt. So, Freunde, ich schmeiß das hier rein. Kann noch wegverbrennen. Und nehmt Handschuhe nächstes Mal. Ich habe Lederhände, ihr nicht, Freunde.
ist auf jeden Fall ein heißer Spaß. Na, Boys and Girls? Das Ding scheint zu zünden, Freunde. Sieht schon mal ganz gut aus. Und ich werde erstmal gucken, ob die Platte schon heiß genug ist. Mit einer Scheibe Bacon. Ganz genau. Die werde ich jetzt hier einfach mal so hinlegen. Mit dem Bacon scheint es zu klappen. Der Bacon-Test hier, mal umdrehen, dann bringe ich her. Ja, kann sogar noch auf der anderen Seite hier. Ja, aber so scheint mir das schon ganz gut zu gefallen hier. Angedrückt hier. Und das Ding hier ist so der Anfang, Freunde. Ich werde jetzt hier, das ist der Probebacon. Und da werde ich jetzt eine ordentliche Lage draufballern. Ganz genau. Und das seht ihr im nächsten Video. Oder übernächsten, wann ich halt rausballer. Und das seht ihr genau morgen. Danke nochmal an grillroster.com, dass sie mir diese Feuerplatte zur Verfügung gestellt haben. Und das Feuerfass habe ich mir selbst gelunzt. Ganz genau. Boys and Girls, ballert euch rein. Bis morgen!